Willkommen zurück zur Erzählung der Wilkes-Dynastie und vielleicht kommen wir so langsam endlich mal zu unserer lange geplanten Plünderung von Galicia Volhynia. Vielleicht können wir in diesem Zuge auch direkt hier dieses neue Oberhäuptlingstum von Pommern plündern, die uns hier irgendwie doch eine schmachvolle Niederlage verpasst haben. Aber was ich mir überlegt habe, jetzt wo das Reich wirklich mal relativ geeint ist, ist es definitiv an der Zeit, ein Fest zu begehen. Und dann steht auch eine Pilgerreise an. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt erstmal zur Feier des neuen Jahres, zur Feier des Vereinigten Reiches, des beruhigten Reiches in gewisser Weise auch jetzt das Festmahl stattfindet, dass er anschließend auf Pilgerreise geht, unser König Golding. Und während er auf Pilgerreise ist, wird er seinem zuverlässigsten Hauptmann, hier finde ich ihn gar nicht, beauftragen, diese Plünderungen anzuführen, zumal unser fähigster Anführer, hier der Häuptling Mehis von Rottner, eh auch ein Plünderer ist. Er ist schwer verletzt, verdammt, das ist wahrscheinlich hier in dieser Niederlage passiert. Mal schauen, ob er dann überhaupt in der Lage ist, die Truppen anzuführen, wenn er schwer verletzt ist. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich stirbt er dann bald. Naja, wie gesagt, das müssen wir schauen. Aber was ich noch im Vorhinein machen will, unsere Schatzkammer sieht jetzt recht gut aus, weshalb wir uns auch überhaupt das recht teure Festmahl leisten können. 100 Dukaten kostet das. Aber wir können auch anfangen, Oberhäuptlingstümer zu erstellen. Ich wollte eigentlich hier anfangen mit unserem Neffen. Allerdings ist der eingekerkert hier in Kolobrzeg. Wir können ihn aber auch nicht freikaufen, weil die beiden hier Rivalen sind. Der übrigens Graf und nicht Häuptling, Gerdautes von Nysa. Und Häuptling Jedrzej, der Dritte von Pommern. Also auch wenn wir hier halt das machen, wir könnten noch einen Gefallen dazu geben, das ändert aber auch gar nichts. Also sehr schwierig, deswegen möchte ich hier ihm diesen Titel noch nicht geben, also nicht erstellen und ihm noch nicht geben. Dann herrscht hier ja unser Sohn Kaleb über Legnica, deswegen möchte ich ungerne hier auch schon das Oberhäuptlingstum erstellen. Ich glaube, wenn wir das halt machen, das wird er nicht erben. Er wird nur den Oberhäuptlingstum hier von den Masuren erben. Das heißt, das können wir ihm nicht geben. Würden es ja tendenziell, wie es geplant war, Vestlikan von Grünberg geben. Und dann ist er, unser Erbe ist dann nicht mal mehr unser Vasall, sondern Vasall von unserer Vasallin. Gefällt mir nicht. Was zwei ganz interessante Optionen sind. Also eine andere, die nicht interessant ist, ist diesem Kind hier schon Oberhäuptlingstitel zu geben. Eine andere, die für mich in Frage kommt, ist Häuptling Gerdautes von Zakrotschym den Titel vom Herzogtum Masowien zu geben oder Großhäuptlingstum, Oberhäuptlingstum. Und auf der anderen Seite können wir hier auch das Oberhäuptlingstum von Hrodna erstellen. Das umfasst diese drei hier hervorgehobenen Provinzen und eben auch noch ein Stamm, der aktuell zum Königreich Litauen gehört. Diese kleine Spitze gegen dieses Dynastieoberhaupt finde ich eigentlich ganz interessant. Die Frage ist, ob es notwendig ist. Aber wir können es halt machen. Und wir haben hier auch ja, zwei Drittel der Herzogtümer. Und ich denke, das ist eine sinnvolle Belohnung, wenn die Plündertour gut verläuft, dass wir das dann machen. Aber gehen wir jetzt hier erstmal rein, das Herzogtum von Masowien. Erschaffen das. Das gibt uns auch 300 Prestige. Kostet 125. Schaffen wir den Titel. So, in den vorigen Bildschirm. Jetzt ist er wahrscheinlich noch schlechter auf uns zu sprechen.
Weil wir das Herzogtum de jure halten. Aber ich glaube, wir können so viele Titel auf jeden Fall halten. Also wir kriegen... Wir haben jetzt zwei Oberhäuptlingstümer, die können die auch halten mit dem Titel. Das heißt, diesen Titel geben wir aber ab. Oberhäuptlingstum der Masuren. Genau. Den geben wir ab. Genau, und jetzt können wir ihm noch Häuptlinge übertragen. Und das wollen wir auch machen. Häuptling Dagas von Jedwingen, die, mit der wir nicht so recht anfangen können, die wird dann seine Vasallen. Genau, machen wir das so. Mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Jetzt haben wir halt neue mächtige Vasallen. Dass wir da auch nicht mehr so das machen können, was wir wollen. Was ich jetzt aber noch machen möchte, ist das Herzog- oder das Oberhäuptlingstum von Kleinpolen gründen, das wir dann für uns selbst behalten. So, wollen wir diesen Titel auch schaffen? Dann wollen wir einen neuen Ratsmarschall einstellen. Und jetzt ist der Bajoras von Doberenschien so ein kleiner 17-jähriger Pümpf hier. Ein mächtiger Vasall, ich glaub's ja wohl nicht. Völlig untalentiert, der Bengel. Aber ich denke, jetzt ist es an der Zeit, dass hier Mehis von Rottner unser Ratskanzler wird. Unser Ratsmarschall wird. Ja, kann er hier Kontrolle wiederherstellen? Dann bleibt die Frage, wer wird unser Ratskanzler? Also kein 17-jähriger, unfähiger Pimpf. Definitiv nicht. Wir hätten hier eine Oktune von Plock. Die ist auch nicht gut offen zu sprechen. Sie ist ehrgeizig, maßvoll, großzügig, eine Wohlstandsschafferin und sie ist schlau. Und sie ist auch unheimlich gut in der Verwaltung. Aber ich glaube, er hat auch immer noch keine anderen Talente außer Verwaltung. Sie ist keine mächtige Vasallin. Ja. Und die anderen sind hier halt alle noch weniger talentiert. Oh, ich habe das Bild hier fehlinterpretiert. Es ist ein Häuptling. Keine Frau. Okay, nee, aber machen wir das. Ich denke, ja. Heimische Angelegenheiten bleibt dabei. So, und jetzt geht es daran, das Festmahl vorzubereiten. Wir könnten tendenziell eine Jagd wieder vorwegsetzen, aber im Januar gehen wir nicht auf die Jagd. Das passt einfach nicht. Ein geselliges Beisammensein. Die Gäste sind in der großen Halle versammelt, Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alle sind bei guter Laune, als das Festmahl beginnt. Willkommen, meine Freunde! Alle Augen richten sich auf Kelmno. Bevor ich das Event angucke, was haben wir denn hier? Das Festmahl, ah, interessant. Das ist auch neu mit dem neuen Patch. Ah, und wir sehen, wer hier teilnimmt und wir sehen, wer abgelehnt hat. Und Häuptling Auktune von Plock, den wir gerade zum Ratsmarschall ernannt haben, der hat abgelehnt. Nun, dann suchen wir uns da bald wieder einen neuen. Dass er nicht kommt. Nun, das spricht gegen ihn. Er möchte sich hier nicht einfügen in diese neue Gesellschaft. Oder für ihn neue Gesellschaft. Das merken wir uns. Ich glaube, vorher hat man nie gesehen, wer hier abgelehnt hat. Das gab es einfach gar nicht. Festmahl, der hohe Tisch bricht.
Die große Tafel, an der der Hochadel auf dem Podest saß, gab ein lautes Krachen von sich und einen Augenblick später gab sie unter dem Gewicht der Speisen und vergoldeten Verzierungen nach. Als ich und meine geschätzten Gäste uns zum niederen Adel setzen mussten, saß am Ende meine Tochter Aita neben mir. Oberhäuptling Gerdauters reagierte darauf allerdings pikiert und erzählte allen, was für eine obszöne Ungerechtigkeit es doch sei, unter allen unter Edelleuten sitzen zu müssen, die kaum besser seien als Gemeine. Im Gegensatz dazu Häuptling Kaleb erwies seinen Niedergestellten Anmut und Güte. Aita und ich unterhielten uns den ganzen Abend lang und wir waren uns einig, dass das nicht das letzte Mal sein sollte, dass wir gemeinsam speisten und lachten. Welch ein grandioser Abend und Eiterwegs, unsere Tochter wird unsere Freundin. Wie schön sie es tat. Und sie ist mit Stürela Seismundrosson Starke verheiratet. Ein stattlicher Berserker, einbeinig. Aber interessant, dass Kaleb da so großmütig ist. Interessant zu erfahren. Er hat hier einen Anspruch auf das Häuptlingstum Narva. Eine Freundschaft. Als meine Gäste aufbrechen, scheinen sie bester Laune zu sein. Sehr schön, dass Eiter nicht geht, ohne mir Lebewohl zu sagen. Wir wissen beide, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Nun, sie ist deine Tochter. Und sie ist fürwahr eine hervorragende Person. Sehr schön. Und sie erhält Prestige dafür, dass sie uns näher gekommen ist. Interessant. So, und das ist jetzt der Punkt. Es ist Februar. Häuptling König Gelande von Litauen gewann einen Krieg gegen den Oberhäuptling von Estland. Hier hat er Gebietsgewinn in Tartu gemacht. Ich weiß nicht, Marienburg auch? Nun. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auf Pilgerreise. Nebenbei entsenden wir auch noch einen Herold jetzt nach diesem Fest. Haben wir auf dem Fest wahrscheinlich bekannt gegeben. Champion sollen eingeladen werden. Wir gehen auf Pilgerreise. Oder bereiten erstmal eine Pilgerreise vor. Und sobald die ersten Champions eintreffen, wird sich unsere Armee auf Plündertour begeben. Nun, eine vidilistische Pilgerreise. Es ist an der Zeit, dass ich auf meine Reise zu einer der heiligen Städten aufbreche. Aber was ist mein Ziel? Nun nicht die Tempel von Kelmno. Wir könnten die Städte bei Riga besuchen. Auf nach Kuressaare. Das wäre die Pilgerstätte in Osel. Und ich finde, das ist ein ausgezeichnetes Ziel. Hier nach Osel zu reisen. Also Sengallen ist hier auch von in vidilistischem Besitz, eben unter dem König von Litauen, Osel aber nicht. Und da hat er schon länger einen Blick drauf geworfen. Und da er sowieso tapfer ist, begibt er sich hier auch in feindliches Gebiet, so nenne ich es mal. Und die Abreise. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem Unheil beschützen wird. Während ich mit göttlichem Segen losziehe, muss mein Reich warten, ganz gleich, wie lange ich abwesend bin. Und es ist Zeit für die Abreise. Nun, komfortables Leben, gesunder Lebenswandel. Wir sind anscheinend sehr komfortabel auf Reisen unterwegs. Und wir können einen neuen Kriegsvorzug wählen. Und ein bemerkenswerter Gast ist eingetroffen, aber die Zeit ist hier immer noch angehalten. Belagerungswaffeneffektivität haben wir nicht, das ist erstmal uninteressant. Ja. Hier würden wir einen Bonus auf leichte Reiterei, schwere Reiterei und Plänkler bekommen. Plänkler haben wir ja einige immerhin dabei. Kriegsvollkonter würde sich erhöhen oder ein verbesserter Marsch.
Bin ich mir jetzt unsicher, ob wir in Partertaktiken oder im organisierten Marsch vorgehen. Aber auf der anderen Seite, nee, bin ich mir gar nicht mehr. Er hat ja diese eine Schlacht genauer studiert und da ging es ja um hier einschließende Taktiken und nicht um Organisation auf dem Marsch oder so. Von daher denke ich, wird er hier erstmal in den Partertaktiken weitergehen, bevor er sich auf andere Dinge konzentriert oder die halt nebenbei entwickelt. So, und der erste Champion ist eingetroffen, während wir auf Banditen treffen. Ich erwache inmitten eines chaotischen Lärms im Lager, doch binnen Sekunden wird mir klar, was gerade geschieht. Wir werden angegriffen. Banditen umschwärmen unsere Zelte und Wägen und unsere Wachen wehren sich nach Leibeskräften. Wo ist mein Schwert? Ich werde diese Hunde in die Flucht schlagen. Nun, da wir tapfer sind, gibt es hier eigentlich keine andere Möglichkeit. Und wir haben sie erfolgreich abgewehrt. Wir halten noch ein bisschen an Prestige und, wie gesagt, der erste Champion ist hier eingetroffen. Es ist jetzt auch Ende März. Ja, hier ist Tengrisch und Kirgisisch. Interessant. Mal, wer weiß, was ihn zu uns hier verschlagen hat. Er ist ein Wüstenkrieger. Nun, damit kann er bei uns herzlich wenig anfangen. Leichtsinnig und ein Jäger. Nun, was möchtest du denn haben? 7. Das nehmen wir auf jeden Fall an und verlange aber auch die Bekehrung und die nimmt er an. Wunderbar. So, dann denke ich, dass ich... könnten lokale Räuber ausheben. Was haben wir denn hier? Brauchen ja eigentlich nicht so unheimlich viel Kriegsvolk mit dabei. Lokale Aufgebote, 2500. Ich möchte schon ganz gerne mit der Hälfte der Armee losziehen. Machen wir das mal hier rüber. Alle als Räuber ausheben. Die werden dann auch direkt in Kelmno ausgehoben. Vielleicht hören jetzt noch die Champions von nah und fern, dass hier eine große Plündertour ansteht. Und die Ankunft. Endlich bin ich hier, mit Leib und Seele, am großen Gotteshaus von Kuressare. Als der Vaidele mir den Segen erteilt, denke ich darüber nach, was alles geschehen musste, damit die himmlischen Mächte mich hierher führen konnten, zu diesem Augenblick. Ich habe den heiligen Pfad beschritten. Halten einiges an Pietät, halten die Eigenschaft Pilger, was uns nochmal monatliche Frömmigkeit dazu gibt. Und Glaubensgeschwister erhalten eine bessere Meinung von uns. Und für die nächsten 10 Jahre sind wir in den Fußstapfen unserer Ahnen. Ja, sehr schön. So, was macht unsere Armee hier? Jetzt sehen wir gar nicht, wie viele hier eigentlich stehen. Das sind auch 1800 mit einer großen Menge an... Ach, das ist die. Das sind die 2. Ah, im ganzen Reich sind jetzt hier welche ausgehoben. Und wir sind jetzt auch schon wieder zurück. Meine Reise war lang gewesen, doch endlich kehre ich wieder heim. Obgleich ich vieles unverändert vorfinde, behandeln mich Vaidilos und Vaidilos doch ein wenig anders. Ich habe die Reise eines Frommen gemacht. Und sie bestehen darauf, dass etwas anders an mir sei. Ob ich das nun selbst erkenne oder nicht. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Interessant, dass er perfekt ankommt, wo alle Truppen ausgehoben sind. Und ich wollte eigentlich Pause drücken. Ich denke, es spricht aber auch nichts dagegen, 2 Plünderarmeen aufzustellen. Dann geht die gesamte Plündertour einfach schneller. So, hier haben wir ein bisschen Kriegsvolk mit dabei. Hier eine Menge. Okay, dann treffen die sich hier mal bei Krakau. Und ich denke, die führen wir jetzt selbst an, wenn wir hier gerade angekommen sind. Hier dann bitte kein Befehlshaber. Und die anderen Truppen
Die sammeln sich hier um diese Exklave von Galizia Volhynia. Das sind 2400. 3300. Ja, das reicht eigentlich schon. So, wir haben vier neue Möglichkeiten. Wir können Bündnisse aushandeln, das kennen wir schon. Wir werden Titel erben, das kennen wir. Und wir können Kriege erklären, das kennen wir auch. So, hier sind jetzt aber auch gerade die Pommern, die ihre Truppen hier ausgehoben haben. Wer weiß, wohin die ziehen wollen. Führen wir hier erstmal unsere Truppen zusammen. Ziehen sie hier auch nach Galizia Volhynia? Machen sie. Nun, dann müssen wir denen eigentlich noch zuvorkommen. Und am Ende hier in das pommersche Gebiet ziehen. Also hier wollen wir auf jeden Fall hin. Hier gibt es 25 Beute, 19 Beute. Da gibt es nur 3. Ziehen wir dort erstmal hin. Ja, soll unser Ratsmarschall jetzt hier die Truppen anführen? Naja, dafür haben wir ihn lange eingeplant. Dann soll er das jetzt auch machen. Kontrolle wiederherstellen kann er vielleicht auch delegieren. Diese dritte Armee. Ziehen wir hier auch mit rein. 19 Beute. Hier in der Reichssitz gibt es 15 Beute. Gar nicht mal so interessant. Der nächste Champion ist eingetroffen. 12. Idealistisch und estnisch. Kommt aber auch bei uns mit ins Gefolge. Wir haben Häuptling Dagas beeinflusst. Die jetzt gar nicht mehr bei uns im Reich ist. Sag mal. Sie regiert aber auch über Jadwingen. Und das gehört doch zu uns. Zu den Masuren, oder nicht? Na, da habe ich nicht aufgepasst. Das ist ärgerlich. Können wir... 2. Genau. Aber ich möchte die Armeen auswählen. Wie kann ich denn hier beide Armeen bitte auswählen? Okay, jetzt wenn ich hier ins Tooltip reingehe und dann mit Shift kann ich beide auswählen. Und dann bin ich wieder im Überfallbildschirm. Okay, dann kann ich die gerade nicht zusammenfassen. Okay, die haben hier noch diese Dreierstadt geplündert. Jetzt will ich mal darauf achten, dass wir keine Zeit verschenken. Ziehen wir hier auf jeden Fall hin. Können wir von hier aus hier rein, ohne Zermürbung zu erleiden? Ja, das können wir. Das machen wir dann auch. So, hier macht es sich bemerkbar, dass wir langsamer plündern können. Und Feuer und Blut. Die Siedlung von Cydinia, eine wichtige Festung in Cydinia, ist in die Hände meiner Männer gefallen. Wir können nun über enorme Ländereien sowie die zitternden Untertanen und funkelnden Schätze von Oberhäuptling Petrus verfügen. Die Truppen sind bereit und warten auf meinen Befehl. Bringt mir endlose Beute oder wir sagen, wir haben uns schon genug genommen. Er ist Lovianskisch, Polabisch. Das finde ich schwierig. Auf der anderen Seite sind wir wirklich zum Plündern hier. Wir planen es lange, jetzt kommen wir endlich dazu. Jetzt wollen wir auch Beute haben. Ich denke zumindest in der ersten, jetzt in Cydinia, machen wir das auf jeden Fall.
danach würfel ich das aus. Kann ich mir gut vorstellen. So. Und die Folge ist gut gefüllt. Wir haben unsere Plünderung begonnen. Haben die erste Provinz wirklich ausgiebig geplündert. Und große Teile niedergebrannt, wie es den Anschein macht, so wie die Entwicklung unter uns jetzt da gelitten hat. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, die dann auch den Abschluss dieser Staffel markiert. Ich denke, das sollte ein ganz schöner Staffelabschluss werden. Voraussichtlich können wir es schaffen, hier diesen Beutezug, diese Plündertour zum Abschluss zu bringen. Und alles Weitere sehen wir dann in der nächsten Folge. Während ich hier schon sehe, dass darbende feindliche Armeen hier von Norden in unser Reich ziehen. Nun, ich bin gespannt, wie sich das hier entwickelt. Wir werden es erleben. Bis dahin, alles Gute.